der DG-Verlag bietet Yoga an, Rückenschule, Fußball und Badminton. Und teilweise übernimmt der Arbeitgeber sogar 100% der Kosten. Ich persönlich spiele Fußball. Wir haben auch eine Laufgruppe. Wir sind auch bei verschiedenen Laufevents dabei und da nehme ich auch ganz gern teil. Man lernt andere Mitarbeiter kennen, andere Kollegen. Und das finde ich ziemlich wichtig in der heutigen Welt, dass man nicht nur den Arbeitsplatz vor sich hat, sondern auch mit Kollegengemeinschaft ein Ziel hat oder Austausch beim Sport. Und das gefällt mir schon sehr gut daran. Der Gesundheitstag im DG-Verlag wird veranstaltet und auch die Idee kommt vom Betriebsrat des DG-Verlages. Wir arbeiten eng zusammen mit der Personalabteilung und auch mit der IT und Organisation, damit wir alles organisiert bekommen. Die Themen des Gesundheitstages sind natürlich rund um die Gesundheit. Das kann Ernährung sein, aber auch Bewegung bis hin zu Stressbewältigung, Prävention, aber auch Sucht. Der Gesundheitstag hat immer ein Thema und zu den Themen gibt es Informationsstände, Vorträge, wir haben Mitmachaktionen, aber auch Einzeltermine. Das heißt, jeder kann sich zu einem Einzeltermin anmelden, der möchte. Es gibt natürlich eine begrenzte Anzahl. Dann gibt es beispielsweise Schlafbarometer, Balance-Check. Und jeder wird zu einem Thema dann individuell beraten. Den Gesundheitstag gibt es seit 2015, wurde vorab erstmal für alle 2 Jahre geplant. Die Nachfrage ist in der Zwischenzeit so groß, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir sagen, wir lassen ihn jetzt jedes Jahr erblühen. Am Gesundheitstag hat man besonders gut gefallen, diese ganzen Themen. Man konnte viel besuchen, viele interessante Vorträge. Gesundheitsthemen zum Thema Wasser, Wasser probieren, Ernährung, aber auch diese Vorträge oder Veranstaltungen der Barmer über den Balance-Check oder auch das Schlafbarometer. Wir kochen hier für 400 Gäste aus 4 Linien, aus 4 Menülinien, frisch, gesund und nachhaltig für eine bessere Lebensqualität. Eine bessere Lebensqualität trägt dazu bei, dass die Menschen glücklich, gesund und leistungsfähig sind. Ich finde es toll, dass es immer eine verschiedene Auswahl an Gerichten gibt. Es gibt immer ein vegetarisches Gericht, weshalb man nicht gezwungen ist, immer nur Fleisch essen zu müssen oder Beilagen, was ich sehr persönlich sehr gut finde. Und natürlich gibt es auch Themenwochen. Also neulich gab es eine Themenwoche mit zum Thema Algen. Also gab es verschiedene Algengerichte, was ich ganz cool fand, weil man dadurch mal verschiedene Ansätze, wie mit diesem Nahrungsmittel umgegangen werden kann, austesten konnte. Vor allen Dingen finde ich es toll, dass es hier so ein gutes Frühstücksangebot gibt, also von frischem Obst, Müsli, Brötchen und natürlich auch die gute Kaffeequalität des Automates. Das wird also sehr stark angenommen, auch von anderen Kollegen, anderen Bereichen. Ich würde die Kantine unbedingt weiterempfehlen, weil es einfach toll ist, sowas direkt im Haus zu haben. Es gibt jeden Tag bestimmt irgendwas, was man hier zum Essen findet. Die Preise sind natürlich auch toll, weil bezuschusst vom Betrieb, das kann ich sonst nirgendwo essen zu dem Preis.